Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Crusader Kings 3. Wir sind hier in einer Art unerwarteten Tragödie. Ja, Violetta, die meinem Sohn und Erbe von Otgar ist verstorben, also die Frau von unserem Erben. Ruhe in Frieden. Tja, können wir jetzt auch nichts machen, aber wir können jetzt, glaube ich, unseren Erben nochmal verheiraten. Das ist sehr, sehr praktisch. Weil wir ihm dadurch eine wahnsinnige Ehefrau geben können. Nee. Wir suchen natürlich jetzt hier etwas sehr, sehr Sinnvolles. Gesund. Nee. Ich möchte Eigenschaften vererblich nehmen. Die ist 17, ist hübsch. Die hier wäre wunderschön. Das wäre praktisch. Auch ansonsten ganz brauchbare Werte. Ich gucke mal bei Relevanz, Summe aller Werte. Die wäre sogar ein Genie. Tja, an und für sich hätte ich schon ganz, ganz gerne nochmal ein paar Genies hier in meiner Familie. Die sind alle Genies, aber schon etwas älter. Was ist mit der? Gott, Keucher, aber wunderschön. Also wunderschön, aber todkrank. Diese ganzen Genies sind alle schon so 44 rum. 38 und wunderschön. 27. Außerdem hätten wir dann ein mögliches Bündnis hier. Komm, ich nehme einfach die da, was soll's. Bringt ihm sogar noch Prestige, passt für mich. Bündnis geschmiedet. Ausgezeichnet. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist doch jetzt hier meine Schwiegertochter. Da kann ich die Bekehrung verlangen. So, dann ist sie nämlich jetzt auch Teil unserer Religion. Und nun gibt es eine majestätische Ausstattung. Was ist denn das? Ich throne über meine Untertanen als souveräner und unangefochtener Herrscher. Wenn ich mich auch entsprechend in feine Gewänder und Schmuck kleide, würde das jedem unterschwellig daran erinnern, dass ich das Sagen habe. Für mich nur die feinsten Hermeline und edelsten Samt. Ich kann dann strahlende Gewandung bekommen. Wir sind halt bescheiden, das wird uns halt echt böse erwischen. Oder ich gehe auf den diplomatischen Lebenswandel. Die lokale Mode hat symbolische Bedeutung. Kann ich die traditionelle Gewandung machen? Ich nehme die traditionelle und hoffe, dass es klappt. Na also. Und parallel dazu ist hier noch ein wenig denkwürdiger Abend am Start. Bei allem, was heilig ist, dieses Fest ist langweilig. Sigismund gehört eindeutig zu den schlimmsten Gastgebern der Welt. Wie kann man diese von gewöhnlichen Sterblichen erwarten, dass sie diese dröge Feier der Mittelprächtigkeit ertragen? Meine Blicke durchstreifen den Raum auf der Suche nach irgendeiner Ablenkung, ganz gleich in welcher Gestalt. Aus einem Eck wirft Wolfgang mir bösartige Blicke zu. Ich muss irgendwas tun, damit die Langeweile diesen Abend mich nicht umbringt. Lasset uns tanzen! Ja, ist eine 50-50 Chance. Ich werde es versuchen mit dem Tanzen. Oh Gott, ich werde es versuchen. Ich habe die Feier ruiniert. Schade. Das ist bestimmt wieder eine Fraktion. In der Fraktion, der König darf nie, der Kaiser darf nie wieder tanzen oder sowas in der Art. Oder auch nicht. Nordisch-Kartarische Populisten. Warum seid ihr Katarer? Ich verlange deine Bekehrung. Hier ist wieder einer gestorben. Okay. Ich zahle auch für deine Bekehrung, Mädel. Ah, sehr gut. Sie hat sich sogar umdrehen lassen. So, das gibt nämlich jetzt hier keine Katarer mehr. So kann man seine Probleme auch lösen. Katholische Populisten? Wer bist du? Asturer. Bekehrung verlangen. Könnte annehmen. Ja, ich zahle das für ihn. So, Elabage. Boah. Wisst ihr, 300 Gold für jede dieser dämlichen Kirchen oder was auch immer. Was ist eigentlich mit dem da? Der ist auch der falschen Religion am huldigen. Er sagt nein. Okay. Das ist schade. Was? Waldenser in Nordgau? Gott! Was hier alles jetzt hier plötzlich auftaucht. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. So.
Oh nein, ich werde die heilige Sache finanziell unterstützen. Oder ich... Ich werde die heilige Sache einfach finanziell unterstützen. Geht mit meinem Geld, aber geht. Oh, ich muss meine Armee noch auflösen, by the way. Die steht jetzt hier seit Ewigkeiten rum in Maastricht. Das war nicht so der Plan. So. Wie alt sind wir denn eigentlich schon? 91. Respekt. So. Das läuft auf jeden Fall ganz gut bis jetzt hier für uns. Und jetzt sind wir wütend. Ja, ihr seid der Kaiser, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht, meint anscheinend der Bürgermeister hier von Konz. Der grundlose Wutausbruch meines Vasallen kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, er hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber ein solches Verhalten? Was? Dass sogar er Probleme hat, das beruhigt mich ungemein. Ich werde angeschrien und fühle mich danach besser. Was bin denn ich für ein Vogel, ey? Oh, der schon wieder. Der verlangt schon wieder einen. Er hat allem abgeschworen. Wisst ihr? Der Vasall Herzog Wolfgang hat Anspruch auf den Heiligen Römischen Reich angemeldet. Offenbar gab es Generationen. Ja. Ist mir egal. Der Typ muss weg. Oh Gott, das ist nicht möglich. Ich hätte ihn nie rauslassen sollen. Titel aberkennen. Wird er nicht annehmen. Ich muss das anders machen. Einkerkern, 95%. Gilt halt wieder als Tyrannei. Die Frage ist halt, ob es sich lohnt, diesen Stress jetzt hier zu gehen. Ich habe bitte mal den Anspruch auf sein Zeug. Boah, es kann ja wohl nicht wahr sein. Mein eigener Papst sagt nein. Da gibt es Möglichkeiten, das glaube ich im Diplomatie-Tree zu verbessern, aber da komme ich jetzt momentan nicht mehr hin. Wie gefährlich ist er für mich jetzt dadurch? Unabhängigkeitsfraktion vom Lehnsherren. Gut, er hat jetzt einen Anspruch angemeldet. Ihn durchzusetzen ist ein anderes Thema. Das, also, ich finde es halt echt immer noch lächerlich. Heiliges Römisches Reich. Es ist eine Wahl. Wie kann er da... Also, das muss einfach ein Glitch sein, Leute. Das muss ein Glitch sein, den Paradox übersehen hat. Du kannst nicht auf eine Wahlkaiser, ein Wahlkaisertum, das wir selber gegründet haben, quasi sagen, ich habe aber eigentlich einen Anspruch darauf. So, wahre Herrschaft, Vasalisierungsannahme plus 25. Ist es nun möglich? Und jetzt kann ich mal gucken, gibt es Leute, die sich von mir vasalisieren lassen wollen? Ich kann sie hier vasalisieren, eine Herzogin, ausgezeichnet. Die nimmt jetzt hier an. Sehr gut. Kann außerdem auch noch Zahlungen verlangen. Die hat aber kein Geld. Ich weiß jetzt gerade eben gar nicht, was da dazugekommen ist, ehrlich gesagt. Will der sich jetzt hier vielleicht vasalisieren lassen? Nein, will er nicht. Ach, er ist im Krieg, deswegen geht es nicht. Aber danach ist es vielleicht möglich. Und hier? Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Sie wird nicht annehmen. Wird nicht annehmen. Ach, die ist auch im Krieg. Mhm. Die will auch nicht. Das gucke ich mal gerade eben. Kann ich sie dazu bewegen? Nee, sie wird auch nicht, weil sie auch im Krieg ist, ne? Was ist mit dem hier? Kann auch nicht. Burgund hat sich gebildet. Ja, jetzt geht's los. Das Königreich Burgund. Ach, du ahnst es nicht.
das Burgund entstanden, das Westfrankenreich ist wieder völlig im Eimer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, das habe ich hier bekommen. Oh. Das ist interessant. König von Litauen. Das Posen. Ah, wenn es halt mal wenigstens nur knapp wäre, dass die Nein sagen, wisst ihr? Das ist halt das Problem. Aber es ist halt leider nicht knapp. Wie sieht's mit dem hier aus? Naja, ich habe dadurch immerhin jetzt hier nochmal hier diesen komischen Schweif hier bekommen. Oder was auch immer das sein soll. Und ich werde jetzt erstmal hier versuchen, den Frieden zu wahren. So, die Zünfte haben wir übrigens sogar noch bald entwickelt. Was sehr, sehr gut ist. Ich bin immer noch hier die ganze Zeit auf dieses komische Herzogtum hier am Schielen. Ach, du bist jetzt hier der Typ, dem das hier gehört. Ich kann ihm halt leider den Titel nicht einfach so aberkennen. Wobei, er wird annehmen. So. Das war jetzt zwar Tyrannei, aber das war mir egal. So, jetzt gucke ich mal, wovon bin ich noch Herzog? Königreich Ostfranken. Oh Gott, da muss ich nochmal... Ne, das Herzogtum Ostfranken. Genau, das muss ich eigentlich nicht mehr sein. Ich vergebe das an jemanden, der da drin wohnt. Wobei, halt, da gehören mir ja Sachen drin. Ne, dann ist es okay, wenn ich da der Herzog bin. Niederlothringen, Ostfranken, Bayern. Okay, ich gebe das jetzt hier mal weg an irgendwen. Und dieser Irgendwer wird es ja sogar noch direkt noch der bayerische Herzog. So. Ich glaube, ich habe den da oben auch zu viel weggenommen. Kann das sein? Ja, ich habe noch Dortmund bekommen. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Wie hören wir denn noch Dinge? Goslar will ich auf jeden Fall behalten. Maastricht. Ich gebe Maastricht weg. Das gehört auf jeden Fall... Ja, Herzogtum Jülich. Who cares? So, jetzt blind wir bei 11. Das ist gut. Damit kann ich hier arbeiten und leben. Und jetzt kann ich nämlich hier endlich in Köln das da bauen. Ich habe doch schon mal sowas gebaut. Hier. Ich habe eine Militärschule gebaut. Eine Militärschule. Mehr kann ich auch gerade eben gar nicht machen. Ich baue das hier mal auf die nächste Stufe. In Trier kann ich auch nichts bauen. Ja. Also gut. Militärschule war wahrscheinlich das erste, was wir da bauen konnten. Mehr Steuer, mehr Entwicklungszuwachs, mehr Volksmeinung. Ja, ich mach das da rein. Weil Köln ist eine der besten Provinzen im ganzen Spiel, Freunde. Eine der absolut besten. Das muss ich wieder aufpassen. Dadurch, dass ich jetzt hier Tyrannei aufgebaut habe, sind einige natürlich jetzt hier wiederum mega unglücklich mit uns. Und ich muss zusehen, dass die jetzt hier wieder die Dingens hier verlassen. Was ist da los? Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr im örtlichen Taverne sorgt. Ah ja, der ist unterwegs und tut Leute hier, also sucht anscheinend. Also er erzählt halt, dass er eine Karte an jemanden verkauft hat. Okay. Ich bin aber meistens mal noch wachsamer.
Ich glaube, es gibt einige Leute, die jetzt auf die Idee kommen, ermorden wäre doch mal interessant. Bekehrung verlangen, könnte annehmen. Na also, dadurch mag er uns jetzt schon mal ein bisschen mehr. Und dafür bekommt er jetzt ja auch ein kleines Geschenk. So, okay. Die wollen die Lehnsautorität senken. Oh nein, wir sind im Tode nah. Oh nein. Da kann auch unser Hofarzt nichts mehr machen. Wir sind 93. Oh, ich hatte gehofft, dass wir die 100 knacken. Und hier starb gerade eben sogar noch unser Ratsmarschall. Noch vor uns. Eine Nebenlinie ist derweil noch entstanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das heißt aber, ich glaube, ich kann hier nicht mehr viel tun, ne? Nee, kann ich nicht. Tja, es wird jetzt hier gleich zu einem Übergang kommen. Was kann ich mit der denn hier noch machen? Seine Gräfin. Tja. Erstmal möchte ich, dass sie bekehrt. Das war das Erste. Und dann möchte ich, dass sie mir mehr bezahlt. Den kannst du jetzt haben. Das hat ihn glücklicher gemacht. Dir gebe ich diese da. Das hat die auch eine Meinung von 100. Dir gebe ich den da noch. Und dir gebe ich den da noch. So. Dann haben wir eigentlich alles gemacht. Ich kann auch Zahlungen verlangen, bevor wir abkratzen. Das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Und jetzt im Zweifelsfall für jeden Groschen jetzt hier noch Geld zu verlangen. Also für jedes kleine bisschen jeden Groschen abzugrasen, ne? Ich kann noch Titel erschaffen. Das gucke ich mal gerade eben. Es ist gekommen, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Nachfolge gestaltet ist. Okay. Er wird alles erben. Krass. Nee, doch nicht. Er bekommt hier eine Kleinigkeit. Er wird ja Herzog von Ostfranken. Der Prinz Simplicus. Okidoki. Wir sind bereit. Herr, hole dich zu uns oder hole uns zu dir, so rum. Wir sind schon alt und verwirrt und wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Ich verbessere jetzt hier gerade eben nochmal Festungen in der Zeit, wo ich gerade eben noch diese ganzen Vergünstigungen habe. Bin ich der Meinung, dass das durchaus sinnvoll ist. Armeelager wird hier noch errichtet. Hochberg kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Das hier geht, glaube ich, an meinen Bruder. Also an unseren zukünftigen Bruder. Das hier verbessern wir. Ja, und das war's. Der Sensenmann klopft. Irgendwie finde ich es traurig, dass wir ihn jetzt verlieren. Vielleicht schaffen wir noch die 94. Das wäre sehr cool. Aber erkenne dich selbst, das Ende naht. Ja, sind es wenige Tage wahrscheinlich noch. Ich hätte es jetzt gefeiert, wenn er am 24. Dezember gestorben wäre. Das wäre es dann noch voll gewesen. So ein episches Ende. So, ich gucke gerade eben nochmal nach den Fraktionen. Die haben sich wieder abgebaut. Bis auf diese französischen, katarischen Populisten. Ich muss noch mehr Religion verbreiten, Freunde.
den Herkulismus. Er wird in die Geschichte eingehen als der Kaiser der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Hoffen wir es mal zumindest. 94 hat er noch geschafft. Nicht schlecht, Herr Specht, Freunde. Nicht schlecht. Und wie alt ist sein Sohn? Der ist auch schon 60. Der Prinz Simplicus ist tatsächlich irgendwo eingeknastet und ich weiß nicht bei wem. Gefängniswärter ist er hier. Die Krim. Okay. Ich glaube, der wird es auch nicht überleben, der Simplicus. Ich habe das so ein Gefühl. Vielleicht schaffen wir sogar noch die Zünfte. Nur noch 22 Tage. Jawohl. Er hat sogar noch die Zünfte entdeckt in seinem Leben. Ey, der Typ ist doch der absolute Oberhammer. Bankwesen wäre jetzt interessant. Noch mehr Entwicklungszuwachs. Er war halt ein Mann mit Visionen. Wir haben schon einen Nachruf am Laufen, noch bevor er stirbt, ne? Turnierprobleme gibt es mal wieder. Während ich im Pavillon darauf warte, dass etwas geschieht, sieht meine Freundin Gräfin Eldensendes zu mir an den Tisch. Welch Turnier, nicht wahr? Wie dem auch sei, wie geht es euch? Ja, der Sensenmann kommt schon. Es freut mich, euch zu sehen. War vielleicht das Letzte, was wir jemals gesagt haben. Huch. Mein Ratskanzler ist noch verstorben. So. Sag bloß, wir werden noch 95, wenn das so weitergeht. Naja, ich glaube im Februar haben wir Geburtstag. Also, das Heilige Römische Reich hat tatsächlich fast die Ausmaße, wie es in echt hatte. Wir müssen bloß beim nächsten Mal jetzt irgendwie noch Italien angreifen oder sowas in der Art. Und dann sind wir eigentlich auf der richtigen Seite. Ich habe bloß so die Sorge, dass unser Sohn Prinz Otger ein richtiges Backpfeifengesicht ist. Weil der scheint noch nicht so viel auf die Reihe gekriegt zu haben in seinem Leben. Ist nur so ein Gefühl. Ey, ohne Witz, wir werden noch 95. Nein! Ganz knapp nicht! Ich fass es nicht. Okay. Kaiser Herkules, der Erste, der Gesalbte, vom Heiligen Römischen Reich, hat Frieden in den Armen Christi gefunden und im Alter von 94 Jahren, fast 95, er starb an einer unbekannten Ursache. Er verfügte über unglaubliches Kampfgeschick, fand aber am Ende doch einen Gegner, dem er nicht das Wasser reichen konnte, die Zeit. Kaiser Otger besteigt den Thron. Otger ist gesegnet mit zahlreichen Freunden und wird bei seiner Herrschaft sicher starke Unterstützung finden. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Ich muss mir das jetzt gerade mal angucken. Beziehungen? Er hat Freunde, ja. Graf Ivo von Pretzlau, Kitzbühel und Herzogin die Törichte. Die ist halt auch verstümmelt, ne? Und ist töricht. Okay. Das Erste, was ich machen sollte, ist natürlich jetzt erstmal mein Rat besetzen. Da haben wir schon mal eine sehr, sehr fähige Person. Ratsverwalter. Ne, der macht den Job da. Ratsspitzeline, machst du? Ja, und dann bleibt hier eigentlich noch das da. Oh Gott, ich hasse diesen Typen. Ja, deswegen warst auch du das. Prinz Mr. Nice Try, was ist mit dir? Sebastian, das kannst du haben. Bist halt du der Ratsprediger. Hauptsache, er ist jetzt erstmal glücklich. Warte mal, du musst mir gar nicht bei der Domänenverwaltung halten. Einfach nur Herrscher helfen, ganz allgemein reicht. Was ist das? Ausstehende Teilnahme in Religionskrieg. Nein? Man erwartet von mir, dass ich militärische Unterstützung verspreche. Oder Gold. Ich werde hier garantiert nicht mitmachen. Nicht schon wieder. Nein, ich werde es nicht tun. Wir haben an... Oh, er ist ein Ränkespieler. Holy, okay. Ein Verführer ist er. Angststeuer. Eingeschüchterte Vasallen. Verschreckte Vasallen. Eingeschüchterte Vasallen. Okay.
implizierte Arglist, Schreckenszuwachs pro Tyrannei, göttliche Vergeltung. Ihr verliert weder Frömmigkeit noch... Oh Gott, was haben wir denn da für einen Typen schon wieder am Start? Ich nehme mal das da. Okay, alles klar. Haupterbe der falschen Dynastie. Hä? Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Ach so. I see. Ja, ich möchte, dass der Sohn hier der Haupterbe natürlich wird hier vom Heiligen Römischen Reich. Okay. Wahl läuft. Erst in der Nachfolge von Bayern. So, jetzt gucken wir uns mal die Fraktionen an. Oh Gott! Ihr wollt mich verarschen, oder? Das sieht ja gerade schrecklich aus. Ich muss mir das gerade mal angucken. Was ist denn hier da? Das ist hoffentlich ein Fehler mit 1000%. Das muss ein Fehler sein. Jetzt ist es richtig. Okay. Heiligsblechle, da habe ich mich aber gerade eben echt so erschreckt, ey. Der musste das erst noch berechnen. Freiheitsfraktion ist schon wieder am Start. Okay, das heißt, ich werde es erstmal wieder versuchen, Leute hier zu beschwichtigen. Schick mal ein Geschenk an den. Und versuch den hier direkt mal zu beeinflussen. Habe ich Leute in meinem Knast? Nein, habe ich nicht. Ich soll ja einen Arzt suchen. Suche beginnen. Kann ich hier noch irgendetwas machen? Ich kann auf eine Pilgerreise gehen. Ich habe viel zu wenig Pietät. Auf nach Jerusalem. So. Ich kann auch nach Köln gehen. Dafür geht einfach nur vor die Tür, ne? So, Hofarzt, der hat 16 und der hat 9. Beeindrucken tut mich keine von beiden. Das muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, wir sind das Dynastieoberhaupt und forschen am Bankwesen. Gut. Pilgerreise verirrt. Oh Gott. Kann ich ja gleich schon wieder Geld ausgeben, um mich wieder zu entirren. Und ich versuche ihn jetzt hier zu beeinflussen. Ich werde eine Weile bei ihm bleiben. Ah, ich bin jetzt beim Herzog Wulfram eingezogen. Das sind jetzt wieder die Sachen. Ich fange jetzt an, bei ihm quasi sein Zeug aufzuräumen und so, ne? Eine unverschämte Geschichte. Ich komme an ein Lagerfeuer vorbei, an dem einer meiner Mitreisenden eine Geschichte über einen Kaiser erzählt, dass er irgendwo aufgestanden hat, und die Menge tobt vor Lachen. Als ich mich nähere, schweigen alle, mit Ausnahme des Erzählers. Ah, keine Sorge, mein Fürst, ihr seid ganz anders als das Schwein in dieser Geschichte. Es geht um den Kaiser eines weit entfernten Landes namens Heiliges Römisches Reich. What? Ja, aber die können ja eigentlich gar nicht wissen, dass wir neu am Start sind. Ach, tatsächlich, erzählt mir über diesen Kaiser. Aus irgendeinem Grund verliere ich Anspannung. Wir sind halt gesellig wahrscheinlich, ungeduldig und gerecht. Ja, wir hören uns das auf jeden Fall an. Das ist schon mal nicht dumm. So, Beeinflussung der Besuch. Ich versuche mir jetzt erstmal hierbei zu helfen. Bei den Büchern, die einfach so rumliegen. Dann versuche ich ihm zu helfen bei seinem Speisesaal. Und last but not least hier bei seiner komischen Goldruhe. Und wir sind in Jerusalem angekommen, sind nur offiziell ein Pilger. So. Als ich versuchte zu erklären, wie riskant es ist, eine Truhe voller Gold hier rumstehen zu lassen, werden die Augen von ihm zu schlitzen. Und warum liegt euch so viel an meinem Gold? Ja, der Typ ist wieder ein totaler Dösbuddel. Ich weiß jetzt, wie ich ihn zum Zuhören bewegen kann. Ja, er mag Gold. 93% Chance. Oh.
Mein Gott, wo ist mein Gold verschwunden? Ich finde Herzog Wulfram aufgelöst in einem Gang stehen. Vor einer leeren Truhe. Oh, Kaiser Ottgar, hätte ich doch nur auf euch gehört. Ich habe nach Kräften versucht, euch zu helfen. Das habe ich ihm echt geklaut. Ich habe ihm Geld geklaut. Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall ist die Meinung um 20 nach oben gegangen. Und wir kehren als Pilger wieder zurück. Ich weiß noch nicht, wie wir gleichzeitig Pilger und in Jerusalem sein konnten und beim Herzog Wulfram, aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Diesen Spagat über das gesamte Mittelmeer und über die gesamten Alpen, by the way. So. Gott, was ist denn mit euch schon wieder los? Wieder irgendwelche Katarer. Bekehrung verlangen, wird er nicht machen. Was ist mit dir, Bekehrung verlangen? Könnte klappen. So. Damit ist er raus aus der Katarer-Bande. Das ist ja schon mal wichtig. Gott, die Freiheitsfraktion wird immer größer. Tja, darum muss ich mich demnächst mal kümmern, Freunde. Oh my goodness. Ja, das ist halt das große Problem, wenn du halt ein junger Herrscher bist, ne? Dann hast du dann einfach diesen dämlichen, anfänglichen Malus. Was, ich kann die enterben? Okay. Interessant. Geschenk schicken ist mir zu teuer. Ich kann ja nicht jetzt meine ganzen Vasallen hier mit Geld zukacken. Und mal ehrlich, das geht einfach nicht. Aber die müsste man halt irgendwie loswerden. Warte mal, kann ich die einkerkern? 100% Chance. Wenn ich die jetzt halt einfach alle wegsperre? Ich denke drüber nach, bis zum nächsten Mal, ne? Mach's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.